Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Yay! Letzte Folge haben wir erfolgreich das Fur-Group-Championat absolviert. Und von da machen wir uns jetzt mal wieder auf den Rückweg. Wir nehmen nicht den Transporter, denn wir wollen ja mal auf dem Weg nach Silverglade Village das Paket endlich mitnehmen. Dass wir das hier mal von der Straße kriegen. Wer weiß, was da drin ist. Nicht, dass der Inhalt schon aufgeweicht ist und nicht mehr brauchbar ist. Das wäre ja sehr ärgerlich. So, machen wir uns auf den Weg. Das heißt, wenn ich jetzt die Schleife verkaufe, dann sind wir hier schon wieder auf 2000 Schilling. Ja, das kriegen wir doch hier wieder aufgestockt, unseren Schilling-Vorrat. Dann hat das ja jetzt gar nicht so weh getan, sich hier diesen sündhaft teuren Pullover zuzulegen. So, hallo Paket. So, genau, zu Derek reiten. Das lese ich jetzt nicht nochmal vor. Das hatte ich schon mal vorgelesen. Da machen wir uns jetzt auch direkt mal auf den Weg hin. Wie weit ist von hier eigentlich bis nach Silverglade ist? Das kommt mir gar nicht so weit vor. Muss ich ehrlich sagen. Dumm-di-dumm-di-dumm. Hier gleich über die Brücke drüber. Ich bin ja immer noch am Überlegen, ob ich nicht vielleicht ob ich nicht vielleicht als nächstes mal Snowflower level. Snowflower der Quickster. Ich überlege mir das mal noch. Ah ja, ich bin jetzt mal gespannt. Es ist ja bestimmt nicht nur damit getan, einfach zu Derek zu reiten und zu sagen, hier, guck mal da, da ist ein Paket vom Laster gefallen. Kümmere dich mal drum. Da müssen wir jetzt bestimmt gucken, wem das gehört und das an den richtigen Adressaten abliefern. Irgendwie sowas kommt da jetzt gleich bestimmt. So langsam kenne ich das doch hier, wie das abläuft in Star Stable. Aber schauen wir gleich mal, wir sind jetzt gleich da. Nein! Oh Gott! Puh, ich dachte gerade, mein Spiel wäre abgeschmiert, aber zum Glück nicht. Nur ein kurzes Lag. So. Und da hinten ist Derek. Oh. Stopp. Hallo Derek, wir haben ein Paket gefunden. Hallo Dina. Hast du ein Paket gefunden? Ja, haben wir. Oh, das muss ich fallen gelassen haben. Wo hast du es gefunden? Auf dem Weg nach Furgrove? Warte, lass mal sehen. Nein, das Einzige, was man von der Adresse lesen kann, ist F.J. Wer kann das sein? Dina, kannst du mir nicht helfen, die Personen zu finden? Machst du das? Sei so nett, danke. Oh, wir bekommen einen Sattel dafür. Den Versandhandelssattel. Was hat er denn da? Geschwindigkeit Stärke 2, das hat ja unsere. Geschwindigkeit plus 3. Ja, Nee, ich glaube, da bin ich dann doch eher noch für unseren. F und J. Oh Gott, sollte es Herr Franklin sein? Nicht J, Y. Auf dem Weg nach Furgrove. Wenn er es auf dem Weg nach Furgrove verloren hat, dann kann es doch eigentlich nur da sein, oder? Mann, ich schmeiß jetzt einfach mal schon wieder hier Schillinge raus und mach mich mal auf den Weg nach Furgrove Village. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir jetzt das nicht umsonst rausgeschmissen haben. Und sonst sind wir am Hintern der Welt. Und haben 100 Schillinge weniger. Naja. Aber Franklin F. Obwohl, es ist ja Herr Franklin. Nee, das kann eigentlich nicht sein. Ah. Hab ich Bockmist gebaut. Können wir ihm das Paket? Nee. Ja, das ist natürlich jetzt so ein bisschen ein Problem, wenn ich selber die Leute noch nicht so kenne von den Namen her. Ach, hier. Wir waren aber richtig. Felicity. Adressaten. Hallo, Dina. Ah, na, sieh mal einer an. Der Sattel, den ich bestellt habe. Das hat aber lange gedauert. Ich habe bereits einen neuen vom Versandhandel erhalten. Aber es war nett von dir, den ganzen Weg zu mir zu kommen, Dina. Weißt du was? Nimm den Sattel. Du hast ihn dir verdient. Tschüss. Oh, danke schön. Das ist aber sehr, sehr nett. Sieht er denn aus? Ja. Ganz hübsch, aber jetzt nichts Besonderes. Stopp, stopp, stopp.
verkaufen wir jetzt hier. Yay, der Sattel bringt uns ganze 20 Schillinge. Ein echtes Schnäppchen. So, lalala. Würde ich mal sagen, machen wir uns mal wieder auf den Weg. Zu Lenden, hatte ich gesagt, wollen wir jetzt. Ja, Mensch, jetzt muss ich hier den ganzen Weg wieder zurückreiten. Ha, Grummel. Grummel, 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 Grummel. Naja. Macht nix. Midnight ist ja flott, ist ja, Midnight ist ja schnell wie der Blitz. Ach ja. Wenn wir das dann bei Lenden gemacht haben, dann können wir ja wirklich mal langsam zum Observatorium hoch. Und da mal schauen, was da so ansteht. Jalaheim haben wir auch wieder was zu tun. Wobei ich sagen würde, dass wir vielleicht erstmal hier bei Karl Franz dann nochmal vorbeischauen. Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, das werde ich dann relativ spontan entscheiden, worauf ich gerade Lust habe. Ob ich lieber nochmal in die Erntefeldprovinz möchte oder ob ich hier in der Region rund um Silverglade bleiben möchte. Das gucken wir dann einfach mal. Ach ja. So viel hin und her. Aber ich muss ja sagen, ich hätte selber gerne mal hier in der Gegend so tolle Wege zum Ausreiten, wo man auch wirklich überall her darf. Also es ist ja hier wirklich, man muss dann immer gucken, ja, ist das auch wirklich ein Reitweg oder wird man dann womöglich blöd angemotzt, weil man sich nicht auf einem Reitweg befunden hat. Ich meine, ist ja auch klar, man will ja jetzt nicht unbedingt auf top gepflegten Wanderwegen irgendwie das zertreten haben. Und viel schlimmer dann, da die Pferdeäpfel liegen haben. Das Zertreten finde ich nicht mal so schlimm. Das ist wirklich schlimm, wenn die da manchmal mit ihren Waldmaschinen dann da durchfahren, weil sie irgendwelche Arbeiten erledigen müssen. Und dann fahren sie die ganzen Wege im Winter matschig und dann weiß man hinterher kaum noch, wie man da hergehen soll, weil es einfach alles total zerfahren und furchig ist und dann wieder fest geworden. Nee, das ist nicht so angenehm. Das hatten wir mal vor Jahren. Jetzt haben sich die Waldwege zum Glück wieder ein bisschen erholt. Aber ich muss sagen, ich kann mich eigentlich jetzt nicht unbedingt beschweren. Also wir haben bei unserem Verein recht gute Reitwege. Ziemlich weitläufig, muss ich sagen. Also man hat wirklich viele, viele Möglichkeiten auszureiten. Weil irgendwann wiederholt es sich dann... Doch, okay, es wiederholt sich hier auch. Aber mal so Wiesen oder sowas. Und die Wiesen, die wir bei uns haben, da darf man überall nicht drüber. Sonst meckert der Bauer. Oh. Hallo. Die Hasen auf diesem Feld sind sehr verspielt. Sie jagen sich gegenseitig den ganzen Tag und sie lieben es, wenn sie von jemandem auf einem Pferd gejagt werden. Hast du es mal versucht? Nicht? Dann wird es Zeit. Versuche so schnell wie möglich 6 Hasen zu fangen. Du beendest die Jagd, wenn du zu mir zurückkommst. Okay. Wow. Neues Rennen. Es gibt auf jeden Fall Erfahrungspunkte für Midnight. Ich habe ein Häschen. Häschen. Stopp, Häschen. Hopp, 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 hopp. Nein, nein, nein. Oh Gott. Da hüpft auch noch eins. Kriegen wir das? Das kriegen wir. Ah. Los, schneller. Hehehe. Was machen die für Geräusche? Wie viel sollte ich sammeln? Weiß ich nicht mehr. Ich reite hier hinten mal noch rum. Okay, 6 Stück sollte ich sammeln. Schnell zurück. Das ist ja lustig hier. Und viele Erfahrungspunkte gibt es auch. Sowohl für mich als auch für Midnight. Das war lustig, oder? Für die Hasen gibt es nichts Lustigeres. Ja, cool. Ja, das scheint jetzt hier tatsächlich ein Daily-Rennen zu sein. Tägliches. Machen wir jetzt aber nicht nochmal. Wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg zum Observatorium hoch. Die Everwind-Felder. Ach ja, ich bin unheimlich gespannt darauf, wenn es dann da hinten rüber geht. Nach Golden Hills Valley. Ein bisschen dauert es natürlich noch. 2,5 Level brauchen wir noch. Ein bisschen ist leicht untertrieben. Dass dann wirklich irgendwann so langsam vorwärts geht mit den Rennen, dann ist das natürlich dann nicht so toll. Aber egal. Was habe ich gerade gesagt mit den Rennen? Ich meinte mit den Erfahrungspunkten, dass wir die kriegen. Aber das werden wir ja sehen.
ob uns das jetzt. Vielleicht kommt es einem auch nur irgendwie immer langsamer vor, weil man sich dann immer mehr auf die anderen Gebiete freut. Auf Golden Hills und auf das Dino-Tal und man immer näher rankommt und unbedingt hin will und man dann das Gefühl hat, boah, es zieht sich echt immer mehr. Ich meine, klar, man braucht ja auch immer mehr Erfahrungspunkte. Das ist ja in jedem MMO so, aber trotzdem, also mir kommt es definitiv auch immer ganz, ganz schrecklich vor, sind der letzte Rest. So, wir reiten einfach mal wieder querfeldein. Wir halten uns gar nicht an den Weg. Oh, hier wird's nebelig. Nebelig, Nebel du, Nebel Ersel es. Und ich rede wieder Blödsinn. Wie so oft am Tag. So, hier jetzt rum. Ist eigentlich auch ein cooler Arbeitsplatz, muss ich ja sagen. Oh. Hallo Mario. Wie geht's? Drei Quests, ein sehr beschäftigter Sternengucker, sammle gefallene Sterne und einmal zu viel eingeschneit. Ja. Ich würde aber fast sagen, okay, wir sind jetzt dann zwar diese Folge nur noch hier hochgeritten, aber es hat jetzt keinen Sinn, hier noch mit drei Quests anzufangen oder noch mit einer oder sowas. Das nehmen wir dann einfach morgen in der Folge wieder in Angriff. Dann machen wir hier weiter bei Mario, helfen ihm, greifen ihm unter die Arme und schauen mal, was so an Aufgaben anfällt, was sich hinter diesen Questaufgaben verbirgt. Und damit bis morgen, ihr Lieben. Tschüss!